Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Projekt auf der Web Holzhausen Forst und Landwirtschaft mit dem Vogel, dem Tobi, dem Björn, dem Landwirt und dem Jonas. Nabend. Hallo. Nabend. Hallo. Oh, schöne Begrüßung. Kleiner Leck, wer war das? Vogel. Okay, naja, weiter geht's. Ja, was? Ja, wir sind hier am Felddreschen. Auf Feld 18, beziehungsweise 16. Die Felder sind ja, beziehungsweise, ja, sie sind aneinander. Und, ja. Ich mache jetzt erstmal hier Vorgewände. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte O drücken. Sonst kommen wir hier nicht drunter her. Ja. Wir können hier ganz edel mit dem Keil reindreschen. Das habe ich mir von Fabi abgeguckt. Ja, wirklich, das guckt man sich, das ist sowas, das guckt man sich von anderen ab und man, dann wendet man es auch an, ne? Ja. Das finde ich cool. Warte, ich kann es einfach hier anfangen. Wir wollten doch noch ein Thema ansprechen. Genau, also wir haben uns mal überlegt, wir sprechen einfach mal so ein bisschen über DLCs, über, ja, Erweiterung zum LS15 und, ja, was da so wohl kommen könnte, beziehungsweise was, worauf ihr so Lust hättet, wenn Giants das erzählen hören würde. Was sie wahrscheinlich eh nicht tun. Nein. Wer weiß. Ja, die gucken sich jedes Video an und dann analysieren die das. Ja, genau. Was ist, also, was erwartet ihr euch denn also für DLCs? Oder Mods? Ja. Eine bestimmte Marke? Klaas. Klaas, oh, okay. Band auf jeden Fall. Also bei Klaas habe ich gehört, dass da auch, haben die nicht irgendwie, oder sind die dabei, irgendwas abzuschließen? Ja, da war mal was. Ja. Fendt. Das wäre auch cool, wenn Fendt reinkommen würde, ja, weil Fendt. Sie waren ja bei 2008 und 2009 waren die ja die Marken drin und dass sie jetzt wiederkommen. Ja, so wie New Holland war ja schon bei Pro Farm Add-on bei 2012. Ja, das von Giants? Bitte? Pro Farm von Giants. Boah, ich habe keine Ahnung, ich kenne nur LS15, LS insgesamt, also LS15 kenne ich ja klar. LS. Es war ja ein ganzes DLC, also das musste man sich auch kaufen, also denke ich schon, es war von Giants. Okay. Pro Farm Addon, ist das nicht ein anderes Spiel? Ja. Ja. Nee. Doch. Ist doch der Agrarsimulator. Ja. Ja. Ja, obwohl, das also Agrarsimulator, ja, ist nicht das, ist halt nicht Farming Simulator, ne? Oh, ne, ja. Das hatte ich mal, das ist so, nee, das kannst du in die Tonne schmeißen. Warum, was ist da anders? Du gehst da in den Multiplayer, da, ja, dein Spiel ist einfach, schlimm. Hat sich aufgehangen und dein Spiel hängt sich entweder auf oder du hast einen Blackstream oder es kackt ganz ab. Okay, und was hast du da für Marken oder gar keine Marken? Ja, es gab schön Klaas, da dachte ich mir so schön Klaas, ja, lass, spiel ich mal mit Klaas, aber nee. Es hieß dann Gecko. Es ist dann... Ja, Gecko ja, oder so. Seit 2011, ja, das Prinzip war eigentlich, aber die Ausführung war mangelhaft. Und zwar, ich hatte auch einmal, wollte so einen Schneidwerkwagen mit einem Trecker anhängen. Ja. Und dann ist der Trecker in die Luft geflogen, der Schneidwerkwagen auch, der ist dann, hat sich umgedreht und selbstständig gemacht, ist in so einen Hügel reingerollt und das Schneidwerk schwebt in der Luft. Okay. Was mich mal interessieren würde, ob es für LS15 auch so ein, sagen wir mal, Titanium-Addon geben wird. So eine Erweiterung. Ja, bei allen gewesen. Bei 9 war es ja Gold, denn bei 11 war es ja Platin. Und bei 13 dann halt Titanium. Ja, was, genau. was? Eisen. Diamant. Ja. Das wird bestimmt kommen. Silber.
Aber ja, was wird da anders sein? Ich schätze, eine Map kommt dann da rein, oder? Ja, ich halt aber... Osteuropäische, so eine osteuropäische Map. Mit riesigen Feldern. Mit so eine Alpen-Map. Mit so eine richtige Alpen-Map. Ja, so eine historische Map. Ja, ich fände auch ganz... Ja, und sonst, wenn da zum Beispiel wieder Fendt oder Fendt und John Deere zum Beispiel reinkämen als Weltmarktführer. Ja, aber das ist ja, aber ich kann auch verstehen, so Fendt, das hat man jetzt fast in jedem LS gehabt. Nee, in meinem 8 und 9. 2 von 5. Ja, okay, doch nicht. Aber ich habe jetzt so viel gesehen, weil wir so viele Mods haben. Weil wir nur Fendt-Mods hatten. Ja, wobei ich schon die auch stark finde. Also Mods und so, das ist schon geil. Wohin jetzt mit dem Gras? Die Station ist voll. Oh, Achso, mein Stroh, das Stroh, das kannst du dann zu der Kuhstall reinschmeißen. Ja. Zum Streuen. Wir haben hier. Bitte? Wir haben hier. Ich hab dich nie verstanden, sag nochmal. Die Kühe wir haben. Ach so, 100. So viel. Sichi. Ich mach jetzt hier einfach so gerade. Ich. So, okay. Weißt du? Das ist sonst zu eng. Land jetzt mit der Voltra. Also als Traktor. Ja, aber es gibt ja Faltra. Landwirt, wollen wir mal tauschen? Von dir wäre aber richtig schön, aber es fahr von gibt's lieber eigentlich, fahr eigentlich lieber ab. Okay, dann lassen wir's. Ich dachte nur so, wenn du mal was anderes machen möchtest. Ganz zufrieden mit meiner Aufgabe. Okay. Ich wüsste, was man im neuen Patch machen könnte vom LS15. Ja, ja. Dass man jede Maschine lackieren kann. Vielleicht auch ein paar Speziallacken. Nee, also das finde ich nicht so. Das reicht schon aus, dass so ein paar Sachen lackieren. Also ich schätze mal, an anderen Marken kommen natürlich nicht dazu im Addon, oder? Ja, doch. Case kam ja auch dazu. Ja? Weil Case war ja davor auch schon mit 2 Treckern vertreten. Nee. Doch, stimmt. In die Kuhweide kann auch kein Stroh mehr. Ja, da muss es verkaufen. Wo? Bei Reifeisen. Reifeisen. Okay. Das war auch voll bei meinem Kuhstall. Bist du dir sicher? Okay. Da steht ja da. Also ich konnte, es stand nichts mehr da, aber ich konnte nichts mehr abkippen. Dann kannst du mal wegfahren. Was wegfahren? Ja, ich muss da sparen. Ja, mache ich. Hätte mal die Idee für die nächste Anschaffung. Was denn? Ja, die größeren Ladewagen, die ist richtig müde mit dem. Ja. Ja, mein. Ich meine, Geld. Ich weiß, dass wir Geld genug haben, nur die Sache ist einfach die, dass wir wollen es ja nicht überstürzen, ne? Dass wir wollen ja langsam hocharbeiten. Ja, wir haben ja schon die T9. Bitte? Was? Wir haben ja schon die T9. Ich. Wir haben den T8. Den T8. Was hast du gesagt, Tobi? Wir hätten ja gleich auch schwer spielen können. Wir haben aus diesem Grund gemacht, weil das Community-Projekt halt neu war. Da wussten wir halt nicht, wie das so angenommen wird. Und deswegen sind wir halt langsam angefangen. Aber ich sag mal so, wenn die Map jetzt, sagen wir mal, nicht ausgenudelt so. Wenn die durchgespielt ist, dann können wir natürlich eine andere Map nehmen. Natürlich auch schwer dann, ne? Ja, es wissen wir ja, dass viele mitmachen. Genau. Die Nachfrage ist ja da. Und sag mal so, ist auch relativ gut gefüllt. Ja. Glaube ich, heute auch die Mic-Map, also die richtige. Genau, Zelle, die ist heute rausgekommen. Ich bin gespannt, was sie da verändert haben. Also ob sie da überhaupt was verändert haben. Nee, das ist nur konfitiert. Ja. Das wäre doch dann vielleicht gleich die nächste Map. Ja, klar. Oder man nimmt vielleicht auch die Papenburg. Ist ja auch nicht schlecht. Mal. Also weil die 1000 ist ja jetzt eine relativ kleine Map. Und die Micmac ist dann
Mic-Map ist dann die größere, die Fach-Map. Da könnte man vielleicht sogar mal mehrere Monate dran spielen. Ja. Ich weiß. Aber jetzt guckt euch mal an, dass, Leute, da, das, das ist gar nicht so klein, die Holzhausen. Also pass mal auf, wenn wir das hier alles bewirtschaften. Oh, die Felder erst, die Felder, wie viele Felder das noch wir haben. Das, da, hier so ein paar. Das sieht auf der Karte so, ja, so klein aus, aber guckt euch mal. Ist das schon wieder voll? Guckt euch mal hinter Feld 3 an, das ist eine ordentliche Wiese. Mach dich mal kurz einmal bei mir leer. Weil ja, dann kann ich auch gleich wegfahren. Ja, Moment. So. Und wieder voll. Ja, das ist eine wirklich eine ordentliche Wiese bei Feld 3. Und guckt euch mal Feld 30 an. Da freue ich mich schon, wenn wir da so einen schönen großen Drescher haben. Genügend Abfahrer. Dann können wir da ordentlich was rausholen an Silage. Jo. Oder auch, das ist zwar eine kleine Wiesen, aber bei Feld 11. Da ist ja auch noch was. Genau, es sind überall Wiesen. Das heißt, wir müssen gar kein... wir müssen gar kein Gras an... anpflanzen. Vogel, fahr mal kurz bei mir an den hinteren ran. Auffahren. Naja, man kann ja sagen, eigentlich schon... Mods sind auch schon eine Erweiterung von Spiel. Zwar nicht von Giants, aber... Ja. Also ohne Mods würde der LS, glaube ich... Es wäre zwar schön gelb so und Forwo oder Bagger, das gibt's ja auch schon. Bitte? So ein Bagger, wo vorne dran ein Kopf ist, womit man die Bäume fällen kann. Ja, da hast du recht. Okay, hat man eigentlich die weg, oder soll ich nochmal kommen? Nee, ich mach das weg. Okay. Also ich finde die, also meiner Meinung nach sind die New Holland Drescher momentan die richtige Größe. Ja. Ja. Ich weiß, da kann man auch größere Schneidwerke drauf machen, aber ich meine mal, nun passen die ja nicht dazu. Das passt ja vom Rohr gar nicht. Es ist auch unrealistisch. Ja, das ist, ja, unrealistisch. Da hast du auf den Punkt gebracht. Aber wir sind ja aber auch nicht im Real Life, das muss man auch sehen. Ja, aber meiner Meinung nach sollte man schon möglichst real spielen. Ja. Zum Beispiel durch die Frucht fahren, also geht überhaupt nicht, finde ich überhaupt nicht gut. Es gibt ja auch diesen Spurmod, den könnte man auch reinmachen, wo jemand durch dieses Ding gefahren ist. Also, ich sag mal so, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, dass jeder sein eigenes Fahrzeug bekommt, aber das Ding ist, dass es hier ein Community-Projekt ist, das und wir kriegen halt, immer andere Leute drauf. Ja, zum Beispiel gibt es dann hier einen Drescher, zum Beispiel, der gehört ein, oder ja, einen Trecker, und dann ist der jetzt gar nicht da. Das. Dann können wir den dann nur Trecker. Das kannst du auf dem Mod-Server machen für diejenigen, die auch viel drauf sind, ne? Ja. Aber. Auf Community-Projekt ist ja Communities. Ja, eben. Für jeden. Mein Gott, das meine ich, das ist eine ganz schöne Fläche, man unterschätzt das. Kann man das abkippen? Wo? Ach so. Das ist ein blöder Trigger. Achso, du musst, ja. Zeigen. Dann steig mal kurz aus. Ja, bin draußen. Ja, hat ja noch Strohballen. Dieser Trigger ist richtig blöd. Also du musst es hier so. So, Drescher weg. Hier ist so. Der Trigger. Ah, ja. Björn, du kannst deine Main ran, ne? Ja, mach ich schon. Deiner sieht irgendwie ja schmutziger aus, oder kommt mir das nur so vor? Ja. Könnte schon passen. Das Schneidwerk, meine ich. Ah. Ich finde aber auch ein bisschen die Bilder, dass aber auch schmutzig wird, finde ich. Bitte? Ich finde, wie die Trecker ein bisschen schmutzig werden, ein bisschen über. Meinst du? Finde ja, ich, also. Nee. Ich finde, das ist schon sehr. Aber wenn man ein Feld drillt, dann ist der Drecker nicht von. Sogar. Dann ist der Drecker nicht oben auf dem Dach schmutzig. Da muss man nämlich gefahren sein, wie. Da muss man übers Feld gedüst sein. Nee, weil wenn es trocken ist, steigt der Staub ab und
sich dann auf dem Dach ab. Na, ich finde zum Beispiel hier bei der, was ich jetzt gerade mache, beim Abfahren oder so, dass der da auch so enorm dreckig wird. Weil, mein, der Trecker war, als ich angefangen habe, komplett sauber. Jetzt ist er richtig dreckig. Ja, okay, der New Holland hier ist jetzt nicht direkt dreckig. Hat, sieht man hier schon die Spuren drin? Sieht man eigentlich im Drescher die Fußspuren drin? Wenn man... Nee, ne? Das sieht man nur im Trecker, oder? Nein, das sieht man auch im Drescher. Das kommt jetzt schon so langsam bei deinem. Ja, Bild. Ganz leicht. Ich weiß nicht. Ja. Also doch, hier siehst du es nämlich nicht so. Als ob ich noch nicht so viel gedroschen würde mit. Ja, aber die Drescher finden... Die Drescher werden im Vergleich zu den Treckern viel langsamer Schmutz. Ja. Das... Obwohl der Drescher eigentlich schmutzig werden ja, müsste. Okay. Naja. Warum muss der schmutzig werden? Wenn dann staubig. Ja, ja, aber nicht schmutzig. Da wirft ja keiner Erde auf ihn. Ja. So, wir sind wieder am Ende der Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns... Ja, das geht hier schnell. Ja. Heute haben wir mal ein bisschen über Mods, Erweiterung und so von LS15 gesprochen. Auch, ja, über LS9 oder LS9. Gibt's das? Ja, über jeden LS. Ja, einfach über jeden LS, sagen wir es so. Ich fand es war ein spannendes Thema. Schön, mal andere Meinung zu hören. Ja, ich würde sagen, bewertet das Video, liked es und gebt natürlich ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.